Wir sind 3 Tage in Kopenhagen unterwegs. Dafür haben wir uns auch wie immer einige spannende Restaurants ausgesucht. Da sind wir schon mal gespannt, ob unsere Wahl so gut ist. Außerdem wollen wir das Ganze auch wie immer meistens zu Fuß erlaufen, also so möglichst gar keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und dieses Mal neu alles mit Barfußschuhen machen. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Mal sehen, wie es funktioniert. Und die Frage ist, haben wir Blasen oder nicht am Schluss? Wir sind jetzt am Hamburg Hauptbahnhof. Von hier aus kann man nämlich ganz entspannt in 4,5 Stunden nach Kopenhagen fahren. Ja, ich kleines Opfer muss natürlich erstmal einen Pumpkin Spice Latte holen, weil den gibt es ja jetzt nur im Herbst. Tyske Deutsche Bahn, DSB og det danske personale, vi håber, at have en god rejse på toget her mellem Hamburg og København. Intra schmeckt's. Ja, sehr lecker. Eigentlich haben wir ein bestimmtes Ziel. Wir wollen nämlich zum Schloss, aber wir haben gerade diese super süße Passage gesehen. Und da lohnt es sich immer mal reinzugucken, weil die ist echt hübsch gemacht. Hier sind wir jetzt bei einem der Sehenswürdigkeiten in Kopenhagen, nämlich dem Nyhafen, also zu Deutsch dem neuen Hafen. Es sieht wirklich süß aus mit lauter kleinen bunten Häusern, ganz viele Restaurants und von hier starten auch die Kanaltouren, wobei wir laufen jetzt einfach nur hier entlang und genießen die Aussicht. Regnet's, Intra? Es nieselt, nicht schlimm. Wir befinden uns hier bei einem der vielen Schlösser Kopenhagens, dem Schloss Amalienburg. Wurde im 18. Jahrhundert errichtet, ist im Stil des Rokoko und wurde damals für verschiedene Adelshäuser quasi errichtet. Heute ist alles im Besitz der Königsfamilie und man sieht, ob dort die Könige, im Besonderen gerade die Königin Margaret II. Anwesend ist, indem dort Flaggen sichtbar sind. Und wie man sieht, ist gerade keine da, das heißt niemand zu Hause. Und wenn jemand zu Hause ist, dann wäre auch um 12 Uhr hier die Wachablösung. Wir haben es jetzt 3:15, das heißt, die sehen wir jetzt auch nicht, aber man sieht hier so ein paar Wachen rumlaufen. Ja, ich habe es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt, muss ich schon sagen. Hier haben wir ein richtig schöner Springbrunnen und eigentlich eine schöne Kirche, aber irgendwie haben sie hier Baukabel lang geführt. Hier stehen die ganzen Container, die Kirche wird gerade renoviert. Es sind viele Baustellen hier, eigentlich alles schön, aber... Ja, also es ist mehr, als man normalerweise so sieht. Und ja, es ist halt, es verdirbt so ein bisschen gerade die Optik, auch gerade so mit dem Baukabel. Aber sonst, Rege hat aufgehört, war nur ein paar Minuten, richtig schön. Ein paar tausend Schritte haben wir schon. Ja, ich glaube, bei was sind wir jetzt? Und wir sind ja erst seit 2:15 hier. Ja, 9500 Schritte und da hoch gehen wir jetzt, um die kleine Meerjungfrau zu sehen. Da hinten ist die kleine Meerjungfrau. Wenn du sie nicht siehst, sie ist halt klein. Zwischen den ganzen Menschen davor, kurz im Wasser. Gleich sind wir da, aber so klein ist schon klein klein. Richtig schön hier gemacht. Noch ein paar Jogger, diese alte Festungswelle. Sind hier so Baracken, eine Kaserne innen drin. Haben wir Durchlaufe, hier ist aber auch wirklich mit Kontrolle. Und eben auch, wie Autos lang gefahren sind, haben die sich auch salutiert. Also das sind scheinbar schon ein paar höhere Tiere oder wenigstens Offiziere vor Ort. Baum.
Pausen müssen auch unbedingt sein bei so einem Städtetrip und deswegen gönnen wir uns erstmal bei unserem Lieblingsbäcker hier einen kleinen Kaffeepause. Wie heißt der? Ich kann es nicht aussprechen. La Kage Huset. Verrückt, wollte gerade aufs Klo gehen, habe in der Bäckerei gefragt, wo die Toilette ist. Da meint sie raus und dann rechts. Und die Toilette ist wirklich im Schloss. Die Toilette ist wirklich hier draußen. Und dann gehe ich hier wieder rein. Eine Kirche, richtig spannend von innen, weil sie halt so rund ist. Gar nicht so lang gezogen, wie man Kirchen kennt. Frederikskirche. Frederikskirche. Intra hat researched. Ja. Hotel Tiffany, a Sweet Hotel. Wie viel Uhr ist es, Intra? Wir haben jetzt 5:30 und Schrittcounter ist aktuell bei, Sekunde. Kann sich nur um Tage handeln. Ja. 18.900 Schritte, also haben wir schon einiges geschafft. Jetzt mal kurz Sachen ablegen und dann geht's weiter. Genau, heute Abend um 8:30 essen. Genau. Nochmal durch die halbe Stadt laufen. Ja, ganz so schlimm ist nicht, aber wir sind nicht hier zum Spaß. So, wir haben jetzt so eine halbe Stunde mal Pause gemacht, unsere eigenen und die Geräteakkus einmal aufgeladen und jetzt laufen wir noch so ein bisschen uns noch weiter Sachen anschauen, weil wir noch so 2 Stunden bis zum Essen haben. Also was wir super überraschend finden, ist, dass es hier unheimlich viele Restaurants und Bars und Pubs und alles Mögliche gibt. Und die meisten sind auch super süß erleuchtet. Also lädt total ein, dass man sich auch raussetzen kann. Es ist auch noch recht mild heute Abend. Und ja, also wir sind echt überrascht, wie stark diese Kultur hier ist. Wir stehen hier gerade vorm Königspalast, ist schon ein bisschen später, aber der ist eigentlich mitten in der Innenstadt, also auch mega gut zu erreichen. Und auch super pompös, also wie man es eigentlich erwartet. Wir schauen mal, ob wir noch reinkommen. Und da kommt Krankenwagen, Polizei. So, erster Tag ist rum. Wir haben jetzt in dem halben Tag 31.000 Schritte und 22,8 Kilometer gelaufen. Wie geht's deinen Füßen? Gut, also ich merke es ein bisschen im rechten Knöchel, aber keinerlei Blasen, alles noch in Ordnung. Wir haben keine öffentlichen Verkehrsmittel bis jetzt gebraucht und schon sehr viel gesehen. Also ich bin mal gespannt, was wir die nächsten Tage noch machen. Wobei wir haben ein paar schöne Nerd, Gaming, Fantasy, Leitlede gesehen. Genau, da wollen wir morgen hin, auf jeden Fall, sonst auch noch zum Schloss, also steht noch einiges an. Aber wir waren auch noch lecker essen heute Abend, also klassisch dänisch, das hatten wir uns vorher reserviert und war auch gut, weil der Laden war komplett voll. Wir haben auch erst um 8:30 einen Tisch bekommen. Ja. Und ja, also ich hatte so einen Eintopf, war einfach mal was anderes, kannte ich auch so nicht und war auch lecker. Genau, und ich hatte Rind mit Kartoffelbrei, Medium, war gut. Nichts Weltbewegendes, aber auch nicht schlecht. War gut. Ja. Das sieht man sehr häufig in Dänemark und auch Schweden kannten wir das, dass man das auf so einem Brettchen bekommt und dann ist es so hübsch angerichtet. Und jetzt geht's ins Bett, Füße ausruhen ein bisschen, wobei sie brennen nicht. Es ist einfach jetzt langer Tag, jetzt gemütlich machen. Genau, ganz gemütlich entspannen. In unserem schönen Zimmer. Also ich finde es echt gemütlich hier. Wir drehen uns mal. Guten Morgen, Intra. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe ganz gut geschlafen. Heute Nacht waren nur so irgendwie so ein paar Jugendliche und es war halt sehr hellhörig. Also Jugendliche vom Fenster, vom Hotel, wo so ein bisschen laut unterhalten habe, rumgelärmt ein bisschen. Wir waren gerade lecker frühstückens in einem Sandwichladen, so ein bisschen wie Subways, nur geil. Also richtig frisch mit Intra hat frischer Schweinebraten war das, super knusprig und mit gekochtem Rotkohl und eingelegten Gurken. Genau, und ich habe so dänischer Schinken mit Brie und so weiter gehabt. Es gab auch noch Truthahn und alles, Roastbeef. Vielleicht nehmen wir auch für die Rückfahrt uns noch, holen wir uns noch was, weil es war schon sehr mächtig, mega geil. Die Adresse mache ich mal unten in der Beschreibung, weil das lohnt sich definitiv dahin zu gehen. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Mega toll, aber auch viel. Also wir sind jetzt sehr gesättigt. Also ist gut, dass wir jetzt erstmal ein bisschen spazieren und verdauen, bevor wir jetzt weitermachen. Genau, durch die Schritte, die Kalorien müssen wir jetzt uns durch die Schritte wieder abarbeiten, verdienen. Eine Besonderheit in Kopenhagen ist auch, dass mitten in der Innenstadt ein Freizeitpark ist. Sieht man hier im Hintergrund Tivoli,
aber leider geschlossen. Eigentlich war es mein Plan, jetzt hier noch schön den halben Tag im Freizeitpark zu verbringen. Also es ist nicht riesig, ne? Aber sieht ganz schön gemacht aus. Aber naja, gut, zu ist zu. Das heißt, wir müssen uns jetzt was anderes suchen. Wir waren hier gerade im absoluten Nerdparadies. Ich bin immer noch völlig geflasht. Hier gibt es diese Kette Pharaos Zigarre oder wie man sie auch immer ausspricht. Und es gibt für jedes Thema einen spezialisierten Laden. Also hier ist ein Laden, hinter uns sieht man überall die gelben Schilder. Also insgesamt 7 Läden haben die hier. Und es gibt halt alles Mögliche über Rollenspiel-Spezialisierung, über Trading Card und Tabletop. Anime, Manga. Comics. Genau, Roleplay mit Kostüme und so weiter. Ja. Also richtig dann so Fasching-Halloween-Kostüme und aber auch richtiges für LARP, also Live-Action-Roleplay mit echten Metallrüstungen und so weiter. Ja, und ich musste mir natürlich jetzt erstmal Würfel holen. Sebastian hat ganz tapfer ausgehalten, während ich 100 Jahre lang Würfel ausgesucht habe, weil halt auch super viele kreative Würfel, also mega cool für jeden Nerd-Fan. Und in dem Trading Card gab es dann auch einen Bereich, wo dann auch Turniere stattgefunden haben. Also unten drunter haben sie ein eigenes Stockwerk gehabt mit nur Tische, wo man spielen kann und so weiter bemalen. Also ja. Wenn es nicht alles so süchtig wäre, müsste man eigentlich ein paar Sachen wieder machen, aber dafür haben wir die Zeit leider nicht. Ja, das ist das Problem. Zu viele tolle Sachen, zu viele Interessen, zu wenig Zeit. Ja. Wir haben uns gerade Schloss Rosenburg angeschaut. Erbaut wurde das Ganze im 17. Jahrhundert von König Frederik IV. Hier kann man nämlich tatsächlich auch die Kronjuwelen anschauen. Und ich fand es eigentlich richtig spannend, muss ich sagen. Genau, so der erste Teil war so, es waren halt viele Bilder und diese völlig überladenen Räume. Genau. Sonst, es hat mich ein bisschen an Schwerin ans Schloss erinnert, so ein bisschen vom Durchlaufe her. Und dann in der Schatzkammer, wo er im Keller war, da war richtig schön, war auch gut gemacht. Ich fand halt so ein bisschen so, es war schon arg viel, was die da so weltweit gelootet habe. Ja, also es wurde halt auch so beschrieben. Initial wurde es mal so als Lustschloss quasi gebaut und dann später wurde das gar nicht mehr genutzt, sondern nur noch, um quasi die Reichtümer zur Schau zu stellen. Und du hast halt den Protz überall gemerkt. Und ich finde halt krass, so dieses, ja, darüber nachdenken, diese zur Schaustellung von Macht und wie Sebastian auch sagt, so diesen Loot von den Kriegen, der dort auch gezeigt wurde, ist halt einfach, ja, so einfach andere Zeit. Aber ich finde es trotzdem spannend, sich mal anzuschauen. Was aber auch war der Füllfederhalter, den König Schlag mich tot, ja. Frederik oder wahrscheinlich, der zweite ist Frederik, der andere ist Christiane, genutzt hatte um 1839 oder war es? 49. Um die Verfassung für die konstitutionelle Monarchie zu unterzeichnen. Genau, und was ich auch ganz gut fand, man konnte halt überall, gab es QR-Code, um es noch mehr darüber zu erfahren, einfach in über Dänisch die Objekte. Und genau, und halt auch ganz viele Guides in verschiedenen Sprachen, weil zu jedem Raum ein bisschen was erklärt wurde. Also ich finde es schon sehr gut gemacht. Genau, Eintrittspreis waren 16,50 Euro pro Person. Genau. War okay. Ja, aber hat man ja häufig, ne? Ja, genau. Und ich meine, man hat selten, dass man an einer Stelle so viel Exponate sieht, also es war schon sehr beeindruckend und ja, wenn man einfach auf so alte Gemäuer und ein bisschen Historie steht, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Hier sind wir mal wieder an einem richtig schönen Spot. Mir gefällt total gut, dass man überall schöne alte Gebäude hat. Die sind auch in der Regel richtig schön gut erhalten und gepflegt. Hier ein riesiger Fluss und was super auffällt, überall Fahrradfahrer. Also die Stadt kann man richtig gut mit Fahrrad befahren. Es gibt super breite Fahrradwege und entsprechend auch viele Fahrradfahrer. Und was wir auch gesehen haben, ganz viele Hotels verleihen tatsächlich auch Fahrräder. Unseres leider nicht, aber wenn man hier auch mal Kopenhagen bereisen will, einfach mal Ausschau halten. Vielleicht bietet das eigene Hotel ja auch Fahrräder zum Ausleihen an. Wir waren jetzt Mittagessen, es gab Ramen für uns. Ja, wir fanden es so okay. Das ist immer so das Problem, wenn man was isst, was man kennt, dann hat man gewisse Erwartungen. Und was man auch gut selber macht. Ja, genau. Also unser Ramen zu Hause ist halt schon sehr lecker. Deswegen hat man da halt einen schwierigen Vergleich. Ansonsten haben wir jetzt schon so fast 10 Kilometer gelaufen, so um die 13.000 Schritte. Also ja, noch nicht ganz so viel, wie wir es gewohnt sind. Wir haben halt viel Sightseeing heute Morgen gemacht, aber der Tag ist ja noch jung und jetzt geht es erstmal wieder zurück in die Stadt.
Zwischenstand. Wir sind gerade wieder einiges gelaufen, jetzt viel durch den Hafen, über die eine Fußgängerbrücke, die war richtig schön vom Ausblick. Sonne hat sich drin gespiegelt im Wasser, so viele kleine Ausflugsbötle. Dann sind wir durch das Hafengebiet gelaufen, vorbei an der neuen Opergebäude, so ein riesiges fancy Gebäude. Viel Schritte gemacht. Jetzt hatten wir gerade noch kurz Kaffeepause, mal Füße vertreten, Toilette gehen. Füße ausruhen, nicht vertreten. Aktuell sind wir bei knapp 25.000 Schritte waren es und 18,5 Kilometer. Haben jetzt kurz vor 5, also 3-4 Stunden gehen noch. Wird mehr als gestern, aber jetzt auch nicht kein neuer Mega-Rekord. Ja, genau. Jetzt erstmal noch ein bisschen entspannt in die Stadt bis zum Essen. Aber wir wollen uns ja auch nicht quälen, sondern was erleben. Wie geht's mit den Schuhen? Gut, also ja, klar, man merkt so die Füße, aber ich habe immer noch keinerlei Blasen. Und also was ein bisschen ungewohnt ist, was ich normalerweise nicht habe, ist halt, ich merke den Knöchel mehr. Und klar, generell merkt man den Untergrund mehr, was man halt hier viel durch dieses alte Gemäuer, es gibt halt unheimlich viel Kopfsteinpflaster und das merkt man. Aber finde ich auch irgendwie cool. Ist halt natürlicher. Ja, also du kriegst so ein bisschen mehr auch noch vom Boden mit. Also es hat schon was. Ja. Lecker Softeis aus Milch. Schmeckt auch sehr milchig, aber lecker. Mhm. Ich habe jetzt auch was ganz Besonderes mit Erdnussbutter gefüllter Churro. Ich wollte eh Churros haben und jetzt auch noch gefüllt. Ich bin ganz aufgeregt. Mhm. Ja, es ist noch leicht warm, aber nicht heiß oder so. Aber noch frisch, schön knusprig außen und weich in der Mitte. Und halt klar, super erdnussig. Man konnte aber auch die Füllung wählen. Ich liebe halt Erdnussbutter, deswegen. So, wir waren gerade lecker Fisch essen noch. H3 Fischhaus oder so hieß das Restaurant. Bisschen weiter weg vom Hotel, aber war ganz entspannt. So 3/4 Stunde sind wir gelaufen, also 45 Minuten. Schöner kleiner Lade, ganz übersichtliche Speise. Also die haben Hauptspeise, Muscheln, Heilbutt, Fish and Chips und ein Steak gehabt. Ja. Mehr gab es nicht an Hauptspeise. Und ich habe die Muscheln gehabt, ging immer, waren mega lecker. Intra den Heilbutt gehabt. Ja, es war richtig ein absoluter Traum mit so angebratenem Kohl, also so Sommerkohl hieß es, und so einer leckeren Soße dazu. Richtig gut. Genau. Buttersoße, saftig, war richtig lecker. Also kann man wirklich nur empfehlen. Link mache ich auch mal unter rein. War wirklich klein, schön beleuchtet, mega netter Kellner. Was man dort auch machen kann, ist, man kann dort zum Beispiel auch sowas wie Hummer essen, aber das muss man dann vorbestellen. Also wir konnten bei der Reservierung auswählen, ob wir vor Ort entscheiden wollen oder ob wir was vorbestellen wollen. Preisig ist das Ganze etwas auf der minimal höheren Seite, aber ich finde halt, Dänemark ist generell einfach teurer, als sie jetzt in Deutschland essen gehen. Und dann verhältnismäßig fand ich es gar nicht so extrem. Nee, genau. Und war wirklich, es war sehr, sehr lecker. Also definitiv eine Empfehlung wert. Genau, Preis-Leistung auf jeden Fall top. So, zweiter Tag zu Ende. Ja. Der Stand sagt 39.200 Schritte und 29,9 Kilometer. Ich habe jetzt aber keine Lust, für die 100 Meter nochmal jetzt rauszugehen. Und hier im Zimmer um das Bett laufen wird schwierig. Wie geht's dir, Intra? Ja, ganz gut. Also ich bin echt positiv überrascht, wie gut es auch mit den Barfußschuhen geht. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Schmerzen oder irgendwas, was manche sagen. Also Fußsohle brennen ganz leicht ein bisschen. Aber auch nur ganz leicht. Also hatte ich schon schlimmer. Ich habe tatsächlich eine klitzekleine Blase an meinem kleinen Zeh bekommen. Aber ich glaube, das liegt eher an meinem kleinen Zeh als an den Barfußschuhen. Also. Ansonsten, wie war der Tag? Schön, also wir haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Wir haben eigentlich mehr als alles gesehen, was wir sehen wollten. Wir müssen mal gucken, was wir morgen machen, wo wir es so uns hintreiben lassen. Ich bin jetzt richtig begeistert von dem Abendessen. Das war echt einfach nochmal ein absolutes Highlight heute Abend. Und ja, also alles gut. Genau, morgen 15 Uhr, glaube ich, geht unser Zug. Das heißt, morgen nochmal so einen halben Tag, sage ich mal, wo wir dann hier auch nochmal entspannt die Stadt unsicher machen können. Genau, und wir haben uns schon überlegt für eine Sandwich, ob wir uns morgen was für die Fahrt holen. Ja, weil die waren schon richtig lecker. Und wir kommen erst um 20 Uhr Hauptbahnhof Hamburg an, deswegen wäre das noch eine gute Marschverpflegung. Genau, Marsch. Oder Sitzverpflegung. Gemarschiert sind wir jetzt schon. Dann mal auf eine gute Nacht. Gute Nacht. So, der letzte Tag ist angebrochen. Ich habe ganz gut geschlafen, muss ich sagen. Länger als die Nacht davor. Definitiv. Ja, ich auch gut. War nicht so spitzig heute.
Ja, und ja genau, wir haben nochmal so reflektiert. Gestern sind wir ja fast 30 Kilometer gelaufen. Fast so viel wie in Schwerin, dafür aber nur eine winzig kleine Blase. Also da muss ich wirklich sagen, da haben sich die Barfußschuhe hier doch sehr viel mehr bewährt. Und heute Morgen war es auch überhaupt nicht schmerzhaft, in die Schuhe wieder reinzugehen. Also kein Humpelgang morgens. Ja, genau. Also das war in Schwerin ganz, ganz anders. Da ging es mir morgen sehr viel schlechter mit den Füßen. Wir haben jetzt noch 6,5 Stunden, bis der Zug geht. Das heißt, wir gehen erstmal noch zum Frühstück. Da haben wir was reserviert in so einem schön gut bewertete Frühstücksrestaurant und dann durch die Stadt mal gucken, was wir machen. Vielleicht eine Hafenrundfahrt, noch mehr Kilometerschruppe. Wir werden es sehen. Genau. Ja, jetzt waren wir ja frühstücken. Im Frühstück 1612 hieß es, glaube ich. Ja, war so ein bisschen ein Hipsterladen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also so ein Avocado-Toast mit halt Cranberries und Nüssen und alles war gut, aber es war so, das Essen hat nicht, zwar nicht so perfekt abgestimmt. Ja, es war halt jetzt auch nicht irgendwie außergewöhnlich genug. Es hat relativ lange gedauert. Das wirkte halt so mit drei Freundinnen, die halt mal ein Restaurant eröffnen. Die Akustik war Katastrophe. Also es war wirklich sehr laut. Also, ja. Ja, wir waren letztes Jahr in Berlin, Frühstück 3000. Da muss man reservieren. Aber da war perfekt. Also das war so, mal rausgekommen und gesagt, oh, wie geil war das. Ja, weil es auch noch außergewöhnlicher und handwerklich besonderer war als jetzt das. Das genau, war halt also hier einfach nur Brot mit Avocado, so gesehen. Genau, ne? Das Brot war halt kalt, die Kruste fest und dadurch hat es nicht so harmonisiert mit der kalten Avocado. Ja, ja, genau. Also mein Highlight war da eher noch so, es war wie so ein eingelegter Salat, also so mit eingelegtem Rotkohl und mit Dill und so. Das war geschmacklich mal was Neues für mich, aber ja, also war nicht schlecht. Absolut, ja, meckern auf hohem Niveau, aber jetzt nicht den Erwartungen entsprechend. So, wir haben 20 vor 11 und schon die ersten 10.000 Schritte gemacht, sind so umgerechnet 7,8 Kilometer. Unser Frühstücksrestaurant war nämlich etwas abgelegen. Wir sind jetzt hier nochmal beim Rosenburg-Schloss einfach vorbeigekommen auf dem Weg zur Kanaltour. So, wir machen jetzt eine Kanaltour mit Kopfhörern für die verschiedenen Sprachen. Es war ein bisschen abenteuerlich, an die Tickets zu kommen, aber ich bin optimistisch, dass es cool wird. Ja, also wir haben die Kanaltour gemacht und ich würde mal sagen, eine ziemliche Katastrophe. Katastrophe nicht. Ja, aber also die hat 20 Euro pro Person gekostet und es war halt ein voraufgenommener Ton. Klar, es macht es halt einfacher mit den Sprachen. Bei Sebastian ging es auch nicht. Also wir mussten uns dann einen Kopfhörer teilen. Dann hat er ständig nur durchgesagt, Achtung, niedrige Brücke. War dann, wenn irgendeine Geschichte erzählt wurde, die wurde dann auch unterbrochen dafür, weil das hat sowohl der Typ auf dem Boot gesagt, als auch die Durchsage. Das haben die Leute trotzdem nicht sich dran gehalten. Und der Text ist danach nicht weitergegangen. Genau. Also es war dann so, ja okay, ist jetzt dann halt vorbei. Das einzig Positive ist, ich habe ganz viele Fun Facts mitgenommen, so dass zum Beispiel die kleine Meerjungfrau von Karlsberg gestiftet wurde. Sowas finde ich immer witzig. Zweimal schon der Kopf geklaut wurde. Genau. Und dass sie zwischendurch, ich glaube 2010 auch in Shanghai war, wo ich mir gedacht habe, also auf der Expo, wo ich mir gedacht habe, wenn man dann Kopenhagen besucht, dann ist sie halt weg, ne? Ist halt auch so ein bisschen assi, aber gut. Ja, also dafür war es witzig, aber ja, also ich würde es prinzipiell nicht empfehlen. Plan ist jetzt zum Sandwich-Lade zu gehen, damit wir uns noch Sandwich für die Fahrt was holen, weil die so lecker waren. Und unterwegs vielleicht noch Hotdog essen oder so. Genau. Ja, damit geht auch unsere Kopenhagen-Reise jetzt zu Ende. Und also ich muss sagen, mir hat es richtig gut gefallen. Genau, war richtig schön. Viel erlebt, viel Schritte gemacht. Wir waren jetzt insgesamt bei, wenn wir jetzt nachher zu Hause sind, 95.000 Schritte von Freitagmorgen bis jetzt. Plus 69 Kilometer waren es in den zwei Zeittage. Drei Tage, zwei Zeittage. Genau, ja. Und also Fazit zu den Barfußschuhen, ich würde es jederzeit wieder machen. Ich fand es total entspannt damit. Also ich hatte eigentlich so gut wie gar keine Probleme. Ja gut, ich hatte jetzt eine kleine Blase, aber ich glaube, die hätte ich in normalen Schuhen auch gehabt. Da ist einfach mein kleiner Zeh mal so ein bisschen schwierig. Aber ich fand es auch wirklich cool, dass man den Boden so noch mehr gespürt hat. Dieses viele Kopfsteinpflaster hier, man hat die Stadt noch mal ein bisschen mehr mitbekommen. Man hat sie mehr gefühlt. Ja, genau.
Und generell zu Kopenhagen, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Unheimlich viele alte Gebäude, tolle Schlösser, also sehr geschichtsträchtig einfach die Stadt. Gleichzeitig, klar, sieht man auch den modernen Einfluss und dass die Stadt auch da viel tut in Richtung ja, Nachhaltigkeit, hört man ja immer wieder. Aber ich fand das wirklich auch schön. Genau, sehr viele Restaurants, überraschend viele Bars und Pubs, auch Irish Pubs. Also wir waren überrascht, wie oft man abends Leute überall Bier trinken sieht. Mhm. Ja. Also es war Wochenende, aber es war schon gefühlt viel. Morgens war dann auch viel Dreck da. Es war so ein bisschen, warum muss man dann seinen Dreck alles wegschmeißen? Aber ansonsten eine schöne Stadt, durch das Wasser wirkt sehr schön. Und die Gebäude sind alle sehr sauber. Viel Baustelle waren oder Gerüste Baustelle waren, aber die Stadt ist schön. Ja. Auf jeden Fall sollte man vorher reservieren. Wir haben gesehen, dass unheimlich viele Hotels schon ausgebucht waren. Genau, da war sogar am Eingang ein Zettel mit ausgebucht, kommt gar nicht erst rein und fragt. Genau, also wir haben Ende Mai, haben wir gerade geguckt, nochmal für jetzt Anfang Oktober also reserviert. 4 Monate, wobei in Deutschland ja langes Wochenende ist, oder? Ja, aber trotzdem, also es ist sehr international auch hier und was man natürlich absolut reinrechnen muss, Dänemark ist nochmal ein ganzes gutes Stück teurer als Deutschland. Also kennen wir auch noch von unserem Dänemark-Urlaub. Ja, und falls euch dieses Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. So, jetzt sind wir 11 Minuten vor Hamburg. Was ist? Irgendwas auf der Gleise. Das heißt, wir stehen jetzt erstmal unbekannte Zeit. Irgendwann geht's weiter. Vielleicht müssen wir den Zug wechseln. Wir wissen es nicht. Wir fahren wieder 40 Minuten später, aber wir fahren.